Hallo liebe Sportfreunde, herzlich willkommen hier an diesem wunderschönen Tag, den Sonntag, den 13. April 1997 auf dem Heidering in Wittstock. Vor zwei Jahren noch Utopie, heute Wirklichkeit, Wittstock, die Mannschaft des MC Heidering in der Superliga, der höchsten Klasse auf deutschem Territorium, den es in dieser wunderschönen Sportart gibt. Bereits seit den frühen Morgenstunden herrscht hier im Fahrerlager emsiges Treiben. Nachdem jeder Fahrer die für ihn vorgesehene Box bezogen hat und sich somit dort für den heutigen Renntag ein behelfsmäßiges, aber für ihn und den Mechaniker übersichtliches Depot schuf, werden bei Fachsimpelei und Erfahrungsaustausch die letzten Vorbereitungen für das Training getroffen. Die Fahrer wirken gelassen, aber die innerliche Spannung ist doch vorhanden. Hier überprüft Christoph Horner noch einmal die Kupplung. Denn verantwortlich ist letztendlich jeder Fahrer für sich selbst. Egal, wie viel Helfer er hat. Christoph Horner, einer der erfolgreichsten Fahrer des Wittstocker Teams, DDR-Meister im Langbahnfahren heute hier in der Superliga. Christoph, erzähl uns deine Sorgen. Wie soll es weitergehen? Meine Sorgen, ja. Kann mich eigentlich nur auf dem Rennen heute beziehen. Wir haben die Bahn neuen Belag aufgebracht und die Bahn ist eigentlich in besseren Zustand als die anderen Jahre und wir hoffen noch, dass wir Fahrer ziemlich gut klarkommen hier und besseres Ergebnis erzielen wie in Landshut. Oder ich zumindest. In Landshut bin ich bloß einmal zum Fahren gekommen. Ersten Lauf bin ich Vierter geworden und heute werde ich versuchen, zumindest zwei Punkte oder einen Punkt im ersten Lauf zu fahren, denn das ist ein doch ziemlich starkes Fahrerfeld. Kann ich bis jetzt nur bestätigen, aber die neue Kombi, neue Outfit wird bestimmt mit dazu beitragen, die Wittstocker Zuschauer von ihren Plätzen zu reißen. Und Christoph, die Maschine, wie siehst du es? Maschinenmaterial habe ich zurzeit also wirklich gutet, liegt also wirklich noch nur an mir. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dazu, unfallfreie Fahrt und viel Erfolg. Okay, danke. Jetzt im Fahrerlager, hier in den Boxen beim MC Güstrow. Wir haben hier den Starfahrer des MC Güstrow, Zoltán Adrián aus der Ungarischen Republik. Soli, hoch der Zinek der Paja. Wie gefällt dir der Platz hier? Most vagyok itt először, nem voltam még soha nem versenyeztem, hogy nagyon, úgy érzem, nagyon technikás, nagyon nehéz pálya lesz, és mert kemény, nagyon nehéz lesz rajta előzni, tehát szerintem nagyon szoros verseny várható majd. Sok fog eldülni a startnál. Der ungarische Meister sagt gerade, er ist heute das erste Mal hier auf dieser Bahn. Sie verspricht sehr, sehr hart zu sein. Das heißt also, jeder muss von neuem beweisen, wie er die Technik und sein Fahrzeug beherrscht. Soli, Hansel Wolter, mal Major Boynak, wie oft warst du schon ungarischer Meister? 12 Mal. Perfekte Antwort. 12 Mal ungarischer Meister, 35 Jahre alt. Und Mitglied seit 2 Jahren des Güstrower Motorsportclubs und der Superliga. Mit Fox Ginani, Követ Köze, Les Világ Bajnok. Fox in Nulni, Világ Bajnokság. Igen, a világbajnokságon az első fordulóban Udinébe fogok Terenzánóba indulni, Kastanyával együtt, és hogyha sikerül tovább jutni, onnan Ausztriába, Szentpöltjenbe megyünk. Meine Frage an den Altmeister lautete, wie geht's weiter nach dem heutigen Tag? Und als nächstes ist geplant die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Von dort aus die Qualifikation nach Österreich zusammen mit dem italienischen Star Armando Nazionale Castagna. Hier ist er. Armando, wie geht's? Herzlich willkommen hier in Wittstock. Wir kennen uns ja jahrelang schon. Heute mal als Reporter mit dir. Wie geht's dir persönlich? Ja, guten Tag, danke auch. Danke, es ist schöne Tage und Sonne ist auch so. Wir sehen. Ich danke euch beiden und wünsche euch sehr, sehr viele Punkte heute. Viel Erfolg und vor allem keine Probleme, keine Stürze. Jo Eggeschiges, die Schocksherren Schick, Jo Utasage. Gute Heimfahrt auch. Danke. Tschüss. Dankeschön. George Hack, Deutschlands Nationaltrainer und einer der erfolgreichsten Bahnfahrer, die es überhaupt gab. Sonst im erfolgreichen Teammatch als Mannschaftsleiter, heute hier bei mir vor dem Mikrofon. George, wie war die Anreise? Ja, die Anreise war eigentlich sehr gut, bis auf einen kleinen Stau. Aber ich bin das von früher noch gewohnt, so lange Strecken zu fahren. Wir sind gut angekommen, haben gut übernachtet, war eigentlich recht toll. Was sagst du zum Training? Seid ihr zufrieden?
Ja, es ist so, ich sehe die Bahn zum ersten Mal, auch die meisten meiner Fahrer. Man kann jetzt noch nicht allzu viel sagen, die Teams sind sehr ausgeglichen und ich hoffe auf sehr gute Starts von meinen Leuten und ich glaube, das wird heute ausschlaggebend werden. Hast du alle deine Jungs dabei? Ja, leider mussten wir den Kapitän verletzungsbedingt zu Hause lassen. Er hat eine Verletzung am Daumen vom Verländerkopf im Pocking. Und wir haben ihn durch Tommy Dunker ersetzt. Und ich hoffe, er kann den Bart einigermaßen ausgleichen. Also, ich glaube schon. Die Bahn ist für das Training freigegeben. Laut Reglement eröffnet der MSC Brokstedt den Reigen. In einer relativ kurzen Zeit gilt es, die unbekannte Bahn kennenzulernen. Wo befinden sich Dellen? Wie ist der Bahnbelag oder stimmt die Übersetzung? Das sind alles Fragen, die der Fahrer sich jetzt selbst beantworten muss. Auch solch Spitzenfahrer wie hier Martin Kröger, volle Konzentration. Als nächste Trainingsgruppe sehen wir den AC Landshut, die Mannschaft mit dem längsten Anfahrtsweg. Das Spitwegstadion Ellermühle ist über Ländergrenzen hinaus bekannt für packende, hervorragend organisierte Spitwegveranstaltungen. Stefan Bachhüber, der Jüngste im Team, fühlt sich gleich wie zu Hause. Dann leuchten auch schon die wohlbekannten Kombis der Güstrower Akteure. Nochmal eine Kontrolle durch den technischen Kommissar Wembe Wolter und los geht's. Hier sehen wir den ungarischen Altmeister Adoyan. Als letzte Gruppe sehen wir dann die Wittstöcker. Hier in der Tscheche Karl Pruser, der schon mehrmals in dieser Saison gezeigt hat, dass er keine Angst vor großen Namen hat. Auch die Jüngsten wollen an diesem Tag ihr Können unter Beweis stellen und warten sehnsüchtig auf ihren Trainingseinsatz. Aber noch absolviert die Superliga-Mannschaft der Dossestadt ihr Training. Christian Hefenbrock, ein sympathischer Junge mit Methanol im Blut. Daniel Runzler aus Teterow, voll konzentriert. Und hier Matthias Schulz aus Ludwigslust, ebenfalls ein hoffnungsvolles Talent. Jeder möchte dem jungen Talent noch Hinweise geben. Aber ob er die noch beherzigt? Jörn Hefenbrock, Hefenbrock-Automaten geistern heute durch die ganze Welt. Wie kommt man vom Automaten zum Spitwegsport? Ja, wenn man fanatischer Spitweg-Fan ist, kommt man natürlich von Automaten zum Spitwegsport. Fährst du selbst? Ja, aber drittklassig, nur als Hobby, feierabendmäßig. Aber du hast in der Familie ein sehr, sehr hoffnungsvolles Talent. Ja, wollen wir hoffen, dass der Sohn so einschlägt, wie es bis jetzt gelaufen ist. Also es scheint, es könnte was werden mit ihm. Auf den Westen vom Wittstocker Team Hefenbrock Automaten. Hast du was mit Sponsoring zu tun? Ja, könnte man so sagen. Ein bisschen Sponsoring läuft natürlich auch über meine Firma. Der Heidring ist ja zurzeit nicht so besattelt mit Sponsoren. Und da muss man natürlich ein bisschen unter die Arme greifen. Welche Sponsoren habt ihr denn? Ja, wir haben ein paar kleinere Sponsoren. Manfred Ahlisch,
und Norbert Kramoll. Und wir hoffen demnächst auch Motorex Oil als Sponsor begrüßen zu können und dann war es das schon. War so ein Wink mit dem Zaunfall. Habt ihr denn noch mehr Reserven? Ja, wir verhoffen uns natürlich vor allem heute in Superliga-Rennen über die Fernsehvermarktung, dass da der ein oder andere hellhörig wird und vielleicht für uns noch die eine oder andere Mark übrig hat. Medizinalrat Dr. Achim Höhle, als Rennarzt immer wieder hier tätig. Herr Doktor, was zieht Sie her? Die berufliche Seite, die Pflicht, die Verantwortung oder schlicht das Herz ein bisschen für Motorsport? Beides, beides. Einmal die berufliche Verpflichtung meiner Heimatstadt gegenüber und natürlich auch das Interesse am Bahnradsport. Eine sehr, sehr gute Einstellung. Waren Sie heute schon tätig? Ja, wir waren schon tätig. Ein Sportfreund hatte leider einen kleinen Unfall und musste zum Röntgen geschickt werden. Wir wollen hoffen, dass es das letzte Mal heute war, dass Sie Ihre Hobbysache nachgehen können und nicht allzu viel zu tun haben. Das will ich auch hoffen. Ich wünsche allen Fahrern einen großen Erfolg beim heutigen Renntag. Gerhard, weitere Anreise. Wie schätzt du die Vorbereitung fürs heutige Rennen ein? Referee? An für sich muss ich sagen, ich war vergangene Woche hier zur Bahnabnahme. Also der Club hat halt für sich in der Bahn sehr viel reingesteckt, sehr viel Mühe und Arbeit. Und die Bahn macht einen Top-Eindruck. Wie siehst du die einzelnen Mannschaften, ohne jetzt ein Urteil vorwegzunehmen? Ich möchte sagen, die Mannschaften sind sehr ausgeglichen. Dadurch, dass jetzt praktisch viele ausländische Fahrer auch eingesetzt werden, kann eventuell das Heimvorteil zum Sieg reichen. Okay, ich denke, das reicht erstmal. Ich hoffe, den Besten den Sieg. Das wünsche ich auch. Ich wünsche allen Fahrern als Beinbruch unter den Besten den Sieg. Ja, wir befinden uns jetzt auf dem Zeitnehmerturm und hier vor mir direkt Herr Klaus Heukeshoven. Klaus, ohne dich wäre die heutige Veranstaltung und für überhaupt der Motorsport allgemein, glaube ich, in Wittstock gar nicht denkbar. Ja, Norbert, erstmal schönen Dank für die freundliche Begrüßung, aber außer mir sind noch einige andere sehr aktive und dazu muss ich erstmal unseren Clubleiter nennen, ja. Der also hier viel engagiert hat, außerdem ohne unsere anderen freien ehrenamtlichen Helfer, kann ich allein hier auch nichts machen. Aber wir bemühen uns jedenfalls, eine sehr gute Veranstaltung über die Bühne zu bringen. Wer sind die anderen Helfer, die ihr dort zur Seite habt? Ja, erstmal unser Clubvorsitzender, dann der Rennleiter, der ganze Schiedsrichterkollektiv, ja, der Bahndienst, die alle ehrenamtlich arbeiten. Wenn ich die alle namentlich aufzählen müsste, dann würden wir hier noch eine halbe Stunde sitzen und stehen. Und das Rennen hat schon angefangen. Man sieht also doch eine familiäre Zusammenarbeit scheint hier noch vor Ort zu sein. Wie siehst du die ganze Geschichte heute? Wie wird der Ablauf sein? Ja, es wird natürlich für Wittstock als Aufsteiger in der Superliga schwer sein. Aber unser letzter Erfolg in Landshut, wo wir einen dritten Platz belegt haben, ist schon mal ein Achtungszeichen. Und wir werden sehen, wie wir uns heute aus der Affäre ziehen. Affäre ziehen, gut gesagt, aber ich denke, ein bisschen mehr Optimismus kann den Fahrern nicht schaden. Wir haben sie schon selbst befragt, persönlich befragt. Die Emotionen sind natürlich sehr, sehr bewegt. Klaus, ich denke, wir wünschen heute dem Besten den Sieg. Und welche Meinung hast du abschließend? Also wenn wir heute einen dritten Platz belegen, ich will nicht hochstapeln, aber ein dritter Platz wäre erstmal ein Achtungserfolg. Ein zweiter Platz wäre natürlich das große A und O. Aber wichtig ist im Prinzip doch, dass unsere Zuschauer zu uns halten, denn das Rennen kostet viel Geld und ohne unsere Zuschauer dreht sich nichts mehr. Man kann sich echt gar nicht vorstellen, was die Crew hier oben zu bewerkstelligen hat. Ob Zeitnehmer, Sprecher oder Rennsekretär. Was wäre dieser Sport ohne ehrenamtliche Helfer? Nutzen wir die letzten Minuten vor dem Start, um noch ein paar Meinungen einzufangen. Jan Knedlik, Manager, Mannschaftsleiter des MC Heidering-Wittstock. Wie siehst du eure Chancen heute? Das sieht man jetzt nach dem Rennen, wie unsere Chancen stehen. Was würdest du sagen? Alle haben die gleichen Chancen, die Bahn ist gleich für alle.
Die Mannschaften sind unheimlich stark. Ich denke, unsere auch. Lass mal uns überraschen. Er spielt ja an, spekuliert auf Kinderüberraschungseier. Aber Jan, ich habe vorhin den Karl gefragt, welches Maschinenmaterial habt ihr heute? Ja, wir sind wie immer mit Java unterwegs. Er hat ein legendes Motorrad, sehr gute Maschinen, selber getunt. Ich denke, dass das Ding wirklich gut läuft. Tschechische Nationalmannschaft, hier Wittstock am Start, Java-Motoren, ich denke mal auch Barum-Reifen. Na, ich glaube ja nicht, dass sie Barum fahren. Dieses Mal ist Dunlop eingesetzt, weil die Bahn sehr hart ist und Dunlop, wie bekannt, weicher und griffiger ist. Wir haben hier Herrn Ulrich Büschke, Vertragshändler für Devo in Herrlingrabe und einer der aktivsten, ich möchte sagen einer der ersten Stunde mit. Aktiver Rennfahrer, heute noch aktiv, Uli? Ja, heute noch aktiv. Was fährst du? Superliga fährst du heute nicht, nein? Nein. Liga für Wittstock. Du fährst Liga für Wittstock. Du bist mitverantwortlich für die technische Präparation der Bahn. Wie viele Stunden habt ihr dran gesessen, dass die Bahn sich in solch einem Zustand befindet wie heute? Zeitmäßig 14 Tage gut. Mit Aufreißen und Kalkauffahren und wiederherstellen. Walzen, Wasser. Gute 14 Tage. Wasser ohne Ende. Uli, ich denke mal, du hast ja mit deiner Firma eine wahnsinnige Verantwortung. Der Sport frisst auch genug Zeit. Hier die Bahnpräparation, selbst noch als aktiver Fahrer unterwegs. Familie, wie kriegst du das alles unter Hut? Mit viel Sportgeist und Willenskraft. Und weil es Spaß macht. Und um für den Sport was zu machen für Wittstock. Aus dem Grund. Uli, denn du bist jetzt momentan als Mechaniker hier auch unterwegs. Du hilfst Christoph Horner, nehme ich an, ja? Und wir wollen dich nicht weiter von der Arbeit abhalten. Ich denke mal auch, wir drücken Wittstock herzlich die Daumen und toi toi toi, dass alles gut geht. Alles klar, danke. Die Erwartungen des Veranstalters haben sich erfüllt. Circa 2400 Zuschauer haben sich bei strahlendem Sonnenschein eingefunden, um diesem Bahnsportspektakel beizuwohnen. Und jetzt geht es auch schon mit der Fahrervorstellung los. Mit der Startnummer 6, wir hören an Ihr Schild. Der Startnummer 7, Wacken von Ihr Vogel. Der Startnummer 8, Arthur Wallmann. Der Startnummer 8, Stefan Kampf. Und kommen zum Team, sein Name. Der Startnummer 9, Tom Bunker. Der Startnummer 10, Löwen Pomp. Der Startnummer 11, Stefan Fassbuber. Der Startnummer 12, Otto Niedermeyer. Der Startnummer 19, Joachim Kugelmann. Jetzt hier. Und der Wetter. Mein Name. Der Startnummer 13, hier haben wir den Youngster des MC Heidering Wittstock, Christian Hefenburg.
Christian, ich denke mal, mit ruhigem Gewissen kann ich sagen, dass du eines der hoffnungsvollsten Nachwuchstalente nicht für Wittstock, sondern für Deutschland bist. Wie lange fährst du denn jetzt schon Motorrad? Circa ein Jahr. Circa ein Jahr. Wie bist du dazu gekommen? Hat Papa gesagt, du musst jetzt mal Motorrad fahren oder? Nee, mein Vater ist früher oft gefahren und dann wollte ich einfach auch. Er hat mich dazu verleitet eben. Papa hat dich dazu verleitet. Du hast ja auch ein großes Vorbild. Wer ist das? Gerd Riss und Robert Barth. Die zeigen ja so mal ein bisschen viel und gute Freunde, kennen uns gut. Ihr seid ja sehr oft dort auch, ne? Und kennt euch ja, seid gute Freunde, wie gesagt. Haben dir schon viel gezeigt, Gerd Riss, der Weltmeister. Wie oft war er Weltmeister? Zweimal. Gerd Riss, amtierender Sandbahn-Weltmeister, zweimal hier bereits im Wittstock, persönliche Freunde. Richie, was hast du denn vorhin unten gemacht? Wolltest du doch mal probieren, wie weit man Motorrad wegwerfen kann? Nein, ich habe mich so weit nach hinten gelehnt beim Start und dann ist einfach abgeklappt. Hast du nicht mehr halten können? Ein bisschen noch mehr essen, Cornflakes essen, ja, und nicht nur Hamburger und Hotdog. Aber Papa achtet ja schon drauf, dass du richtig Kraftsport machst und Training, über alles muss sein. Christi, ich wünsche dir viel Erfolg. Heute Nachmittag fährst du weiter, ja? Und wir werden uns mal anschauen, was du daraus machst. Ja. Okay, tschüss. Das Rennen ist eröffnet und wir erwarten den ersten Lauf. Außen Sanchez, daneben Hordern, dann Tetem und innen Niedermeyer. Hordern Kurven eingangs Dritter. Der Wittstocker ist hochmotiviert, aber es geht hier verdammt eng zu. Er schafft es, nutzt den Heimvorteil und macht sich ihn frei. Sanchez, der Güstrower, gibt nicht auf und greift von außen an. Zeigt lateinamerikanisches Temperament und zieht vorbei. Tetum souverän vorn und fährt seine Ideallinie. Die Reihenfolge so bleibt? Ja, Hordern hält den dritten Platz gegen Niedermeyer. 3 Punkte für Brockstedt, 2 für Güstrow, 1 Punkt für Wittstock und Landshut geht leer aus. Lauf 2 von innen Danielczyk, Prusa, Wolter und Bachhuber. Prusa legt als erster um und nutzt die Innenbahn. Die anderen suchen noch. Aber auch Wolter befreit sich, gefolgt von Bachhuber. Wolter hat immer wieder sein Bestes versucht, aber Ende der vierten Runde ist die Reihenfolge unverändert. Mirko greift nochmal an. Hier brennt die Luft, das ist Spitwee vom Feinsten. Ein toller Zweikampf zugunsten für Güstrow. 2 Punkte für Wittstock, einer für Landshut und 0 für Hochstedt. Lauf Nummer 3 mit Wilson, Tommy Dunker, Balfans und Castagna. Nervosität am Band, aber ohne Probleme. Und wieder Wittstock in den Front.
Dunker Zweiter, dann Wallfangs. Was macht der italienische Champ? Jetzt holt sich der Italiener Ballfangs, während Wilson vorne für Wittstock den Vorsprung ausbaut. Castagna versucht vergeblich, an Dunker ranzukommen. Aber es bleibt dabei. 3 Punkte holt sich Wittstock, 2 Punkte diesmal für Landshut und wiederum 0 Punkte für Burgstedt. Lauf 4. Auch hier bester Start für Wittstock durch Schofield. Dann Adrian, Cox und am Schluss des Feldes Kurvenausgangs Martin Kröger aus Burgstedt. Auch in diesem Lauf verbissene Positionskämpfe. Schofield beherrscht die Situation, lässt sich durch Adrian nicht abbringen. Ein bisschen enttäuschend hier Mervyn Cox, der sich auf die Bahn nicht einstellen kann. Oder ist der Druck für den deutsch-britischen Profi doch zu stark? Ein sicherer Vorsprung für Wittstock, dicht gefolgt von Güstrow, dann Landshut und Burgstedt. Jetzt ein Lauf der Jüngsten. Christian Hevenbrock innen mit einem Bilderbuchstart von Matthias Schulz und Daniel Runzler nur an 4. Position. Ein kurzer Blick nach hinten von Krischi, obwohl etwas leichtsinnig, aber wer steckt schon in diesem Moment da drin? Wo sind die anderen? Ja, liebe Fans, der Fahrstil dieses 12-Jährigen ist eine absolute Augenweide. Ich höre George Hack, den Nationaltrainer, nur sagen, Jo May, ist döser Bub. Der jüngste Wittstocker fährt seine 3 Punkte verdient ins Ziel. Kann man für Wittstock optimistisch in die Zukunft blicken? Wir werden sehen. Achtung, Achtung, bitte nur der Wasserwagen auf die Bahn. Bitte nur der Wasserwagen. Bitte nur außen. Dunker kommt am besten weg. Dann Adrian versucht innen vorbeizukommen. Danielczyk treibt raus und Hordern zieht nach innen auf Position 3. Adrian sieht die Ideallinie innen und hat die bessere Traktion. Dunker gibt sich jedoch noch nicht geschlagen. Der blanke Wahnsinn. Hier bleibt einem fast das Herz stehen. Welch ein Kampf. Aber auch Hordern gibt nicht auf.
Letzte Runde. Kann Horan den dritten Platz halten? Es wäre ein weiterer Punkt für Wittstock. Ja, eine sehr gute Leistung in diesem Fahrerfeld. Bringt der sechste Lauf mit Busa, Cox, Castagna und Tetum. Armando nationale vorn. Kurvenausgangs, Angriff des Ex-Weltmeisters auf der Langbahn Kelvin Tetum. Er zieht an den Italiener vorbei und Cox reicht ihn für Wittstock starten im Busa durch. Messen sind für diesen Lauf gesungen. Es ist eben wirklich ein Top-Fahrerfeld am Start. Die Superliga. Die Bahn ist auch in einem sehr guten Zustand, die diese Positionskämpfe zulässt. Ein Bravo an den Veranstalter. Folgt Lauf Nummer 7. Innen Volta, jetzt Kugelmann für Landshut, Kröger und der für Wittstock startende Wilson. Der Mann von der Insel mit der roten Helmfarbe zeigt auch gleich, dass die Punktevergabe nur durch ihn erfolgt. Die anderen kämpfen Rad am Rad um die bessere Position. Auch ausgangs der zweiten Kurve ändert sich nichts am Stand der Dinge. In spektakulärem Fahrstil sichert sich der Brite den Laufsieg vor Kröger für Burgstedt, Volta für Güstrow und Landshut geht leer aus. In Lauf 8 sehen wir Bachhuber, Sanchez, Steve Schofield für Wittstock und Außenballfahrt. Der englische Grasbahnspezi zeigt, wer Herr im Hause ist, gefolgt vom jungen Landshuter Stefan Bachhuber. Sanchez muss sich gegen Balfans wehren. Der ehrgeizige Argentinier setzt sich jedoch durch, während Schofield vorn seine Runde zieht. Totti Sanchez versucht seine Position zu verbessern. Bachhuber hat aber den besseren Griff und auch in diesem Lauf. Sieg für Wittstock, zweiter Platz für Landshut, dritter für Güstrow und Laufletzter Burgstedt. Der Punktestand nunmehr nach 8 Läufen. 16 Punkte für Wittstock, hervorragend, 15 für Güstrow, 9 Punkte für Landshut
und 8 Punkte Bruchstedt. Weiter geht's mit Lauf 9. Mit Balfans, Hordan, Cox und außen Volta. Der Start ist erfolgt und jetzt, oh, liebe Sportfreunde, muss ich euch leider enttäuschen. Bei solch staubiger Angelegenheit kann auch die beste Technik versagen und wir machen weiter mit Lauf 13. Adrian innen, dann Balfans, Rosa und Kugelmann. Der Ungarn für Güstrow hat die beste Ausgangsposition vor Kugelmann, der von außen nach innen zieht. Der Landshuter hält aber den Druck nicht stand und verliert an Poser. Auch Balfangs aus Brockstedt geht an den Reservepiloten aus Landshut vorbei. Auch in der dritten Runde ändert sich nichts an den Positionen. Doch, Kugelmann hat einen Ausfall. Mit großem Vorsprung, Adrian vor Prusa, dicht gefolgt vom Balfans, so der Einlauf. In Lauf 14. Wann direkt der Tscheche statt Hordan. Eine Entscheidung des Teamchefs. Daneben Castagna, Bachhuber und Kröger. Wann direkt sucht bei seinem ersten Einsatz die beste Startposition. Hat einen sehr guten Start erwischt. Wird aber von Castagna abgefangen. Und auch Martin Kröger. Der Bruchstedter geht an den für Wittstock startenden Van Dierick vorbei. Sogar Stefan Bachhuber holt sich den Tschechen und verweist den Woldi auf Platz 4. In überzeugender Fahrt zeigt auch in diesem Lauf Mr. Nationale, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Den 15. Start des heutigen Superliga-Rennens in Wittstock gewinnt Cox vor Wilson. Pingel bei seinem zweiten Einsatz an diesem heutigen Tag schießt Kurvenausgangs an Wilson von Cox vorbei. Kann sich etwas distanzieren, wird aber gleich wieder von Cox eingefangen. Auch Wilson sieht eine Lücke und geht innen vorbei. John Wilson, der quirlige Engländer, setzt alles daran, um wiederum 3 Punkte zu holen. Es reicht aber nicht. Sein Landsmann Mervyn Cox erfährt den Laufsieg für Landshut. Wilson, wie gesagt,
2 Punkte für Wittstock, einen Punkt holt Pingel und abgeschlagen Danielczyk für Brockstedt. Herr Lutz Scheidemann, Bürgermeister von Wittstock, Superliga in Wittstock, was sagen Sie dazu? Das ist ein großes Muttersportereignis für unsere Stadt und ich hoffe nur, dass die Wittstocker so lange wie möglich die Klasse halten und heute sieht es ja schon recht gut aus. Sie fahren ja gut mit an der Spitze und ich wünsche mir, dass diese Veranstaltung zu einem großen Tag wird in Wittstock und in Zukunft noch viele Zuschauer herlockt. Klassenerhalt in der Superliga, das bedarf gewisser Voraussetzungen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, diesen Sportort und den Wittstocker Club aktiv zu unterstützen? Weil die Möglichkeiten der Stadt sind natürlich sehr gering. Was ich versuchen werde und will, ich glaube, ich werde alle Autohäuser der Stadt nochmal ansprechen, sich hier mit einzubringen und den Motorsport in Wittstock zu unterstützen. Es sollte auch im Interesse der Leute sein, die hier für den Motorsport eintreten und die auch Motorfahrzeuge verkaufen. Ich hoffe mir da doch ein bisschen Resonanz und auch die entsprechende Unterstützung, die notwendig ist, um überhaupt hier in der Klasse weiterfahren zu können. Diese Einstellung erstmal sehr, sehr positiv und als selbst aktiver Motorsportler, denke ich doch, ist schon mal ein riesiger Schritt getan. Welche Möglichkeiten sehen Sie aus öffentlichen Mitteln, diese Sportart zu erhalten? Öffentliche Mittel werden kaum zur Verfügung stehen, aber ich glaube, wir werden versuchen, das, was der Bauhof kann oder andere, weniger materiell als doch materielle Hilfe zu geben, weniger finanzielle Hilfe, die wir geben können. Vielleicht auch ein bisschen mitzuhelfen in der Vermarktung, in der Werbung für diese Veranstaltung. Wir haben ja ein großes Jahr vor uns mit der 750-Jahr-Feier und da sollte natürlich der Motorsport auch einen entsprechenden Stellenwert einnehmen. Und da können wir natürlich vieles noch tun, um den Motorsport hier in Wittstock bekannt zu machen, außerhalb der Grenzen unserer Region. Ich hoffe im Interesse der Sportler, dass jetzt das keine Wahlkampfprognosen waren, sondern die richtige innere Einstellung eines Stadtoberhaupts. Ja, der Bürgermeister steht dann im nächsten Jahr nicht zur Wahl. Also ich darf noch ein bisschen länger dieses Amt innehaben und ich möchte einiges tun für Wittstock. Und die 750-Jahr-Feier wollen wir auch dafür nutzen, Wittstock bekannt zu machen. Und da muss der Motorsport seine Rolle mitspielen und soll seine Rolle spielen. Und ich hoffe, wir gemeinsam gelingen uns da einiges mehr als in der Vergangenheit. Wir sind jetzt bereits im Lauf 18. Walfans innen. Daneben Dunker, dann Wolter und Prusa. Prusa mit bestem Start. Walfans hat aber die kürzere Bahn und Mirko Wolter kommt in der Mitte nicht durch. Muss zumachen und treibt nach außen. Dunker zieht ganz nach innen, während Walfans und Prusa versuchen, ihre Position auszubauen. Walfans hat die bessere Drift und Wolter konnte sich auf Platz 3 vorfahren. Diesmal ein sehr ausgeglichenes Fahrerfeld. Prusa versucht immer wieder aufzuschließen, aber es bleibt bei 3 Punkten für Brockstedt, 2 für die Gastgeber, einen für Güstrow und die Landshuter verzeichnen ein Nullresultat. Innen Bachgruber, Castagna, Kröger und die Außenbahn in Lauf 19 für Schofield. Kröger kommt als erster aus den Bändern. Aber noch ist alles sehr eng beisammen, obwohl der junge Bachhuber vorzieht. Hält voll dagegen. Mein lieber Mann, hier brennt die Luft. Die Zuschauer kommen voll auf ihre Kosten. Jetzt ist Martin Kröger an Bachhuber vorbei. Auch Castagna konnte seine Position verbessern. Zum Entsetzen der Wittstocker Zuschauer. Schofield abgeschlagen am Schluss des Feldes. Und so erfolgt auch der Einlauf.
Letzter Lauf in diesem hochkarätigen Rennen. Die vier punktbesten Fahrer aus jeder Mannschaft. Vier Namen vom Weltruf. Welch eine Spannung. Adrian auf der Innenbahn, dann Wilson, dann Tatum und außen Cox. Alle vier mit fast gleichem Start. Kurveneingangs mit leichtem Vorteil für Tatum. Wilson muss zumachen. Kommt raus. Welch eine Dramatik in dieser ersten Kurve. Cox bricht innen durch und fährt auf zweite Position. Adrian will sich noch nicht zufrieden geben, während Tatum sich vorne schon etwas entspannt. Auf den Plätzen 2 bis 4 ist noch nichts entschieden. Hier wird in fairer Weise um jeden Punkt gefightet, obwohl die Platzierung der Mannschaften schon feststeht. Aber hier wird Sport geboten. Hier zeigen Schräglagenakrobaten oder Stahlschuhartisten ihr Können. Zur Freude der Zuschauer und natürlich zur Zufriedenheit des Veranstalters. Punkte Maximum an diesem Tag für Tatum. 2 Punkte holt Cox für Landshut, 1 Punkt fährt Adrian ein und Wilson, nochmal Enttäuschung für die Wittstocker Fans, bekommt 0-10er. Dennoch, die Fahrer haben heute wirklich alles gegeben. Tagessieg für die Balerstädter mit 37 Punkten. Platz 2 für Bruckstedt mit 33 Punkten. Und der Gastgeber erhofft, aber nicht erwartet, belegt den 3. Platz mit 28 Punkten. Ein weiterer Schritt zur Teilnahme am Finale der Besten ist getan. Bravo diesem Team und Gratulation für alle. Congratulations for the team Wittstock. You are a fantastic rider. You are riding in the first class, British Liga. Yes, I have to sit out at the moment in England as because the teams are full in the Elite League and I cannot ride in the second division. My average is too high and as I say, all the teams are full, so I could just concentrate in Europe and having lots of fun too. Leider kann der englische Starfahrer nicht in der englischen Liga in diesem Jahr fahren, da er sein Punkte-Maximum-Limit erreicht hat. Aber er ist sehr, sehr froh, hier in Wittstock gefahren zu sein. Und er freut sich natürlich über den heutigen Sieg. Sheen, what do you say for the race in bei Wittstock? Do I like the racetrack, you mean, and do I enjoy racing for Wittstock? Is that what you asked me? Yes. Could you ask me the question again, please? What do you say for the race by Wittstock? Today. Yeah. All right. I thoroughly enjoyed it today. You know, the track was very, very hard for me today. You know, like with no dirt, and in England we have a lot more dirt than this, so. You know, I must do some adjustments back home to come back again, you know, if they're going to be this hard. But I really enjoyed it. I very much enjoy riding for Wittstock. They're a fabulous set of people to be with and very friendly. And that makes all the difference and I'm really enjoying it. Ich meine, es ist ein sehr, sehr schwieriges Rennen heute gewesen, da die Bahnen, die Spitwebahnen in England einen ganz, ganz anderen Belag haben wie hier. Der Belag ist hier in Wittstock sehr, sehr hart. Er musste sich total umstellen und es trifft auch auf die meisten anderen englischen bzw. Ausländer zu. Aber das Ergebnis ist entscheidend. Der 3. Platz, the third place, ist schwer erkämpft, aber verdient gewonnen. Thank you very much. No problem. Thank you very, very much. So, liebe Sportfreunde, das war's für heute. Wir verabschieden uns mit einigen Bildern, Impressionen von dieser hochkarätigen motorsportlichen Veranstaltung. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und gute Heimfahrt.